Analoges Fernsehen via Astra wird abgeschaltet, um den Weg freizumachen für neue digitale Fernsehdienste. Sei es im herkömmlichen Bildformat oder im neuen hochauflösenden Fernsehen HDTV. Analogfernsehen ist ein Ressourcenfresser, belegt wichtige Kapazitäten für digitales Fernsehen und dementsprechend wird es abgeschaltet. Und es kommt ein weiterer Aspekt hinzu, dass die Sender dadurch Kosten einsparen können. Eine Mehrfachbelastung aus Dreifachausstrahlung, Analog, Digital SD und HD ist auf lange Zeit nicht wirtschaftlich. Nach den aktuellen Astra-Zahlen empfangen noch 2,9 Millionen Haushalte in Deutschland analoges Fernsehen via Satellit. Wenn man nun davon ausgeht, dass in einem Haushalt zwei Empfangsgeräte stehen, dann sind 6 Millionen Receiver umzutauschen. Das ist eine ganze Menge. Deshalb empfehle ich, schon jetzt aktiv zu werden, jetzt einen digitalen Receiver zu erwerben, damit man nicht sozusagen in die Verlegenheit kommt, wenn es zu Engpässen möglicherweise im Handel kommt. Das digitale Fernsehen bringt dem Zuschauer deutliche Vorteile. Er kann damit auf ein Vielfaches an Programmen zugreifen. Die Auswahl ist deutlich größer, nämlich mehrere hundert digitale Sender gegenüber nur 30 analogen Kanälen. Auf der anderen Seite kann er da auch ein ganz neues Fernsehen mit einer neuen Qualität erleben hinsichtlich Bild und Ton. Und er hat nur mit dem digitalen Fernsehen die Möglichkeit, auch hochauflösendes Fernsehen zu empfangen. Aktuell gibt es bereits 25 HDTV-Sender über Astra. Im nächsten Jahr nach der Sat-Analog-Abschaltung sollen weitere Dritte im HD-Format hinzukommen. Also ist genau jetzt der Zeitpunkt auch gekommen, um auf digitales Fernsehen umzusteigen. Zuschauern, die heute noch analoges Fernsehen über Satellit empfangen und also umrüsten müssen, empfehle ich einen Einstieg direkt ins hochauflösende Fernsehen HDTV. Es gibt eine ganze Reihe von interessanten Einstiegsreceivern unter 100 Euro und dabei handelt es sich zweifelsohne um eine zukunftssichere Investition. So. Matthias, komm mal her. Ja. Hier müssen wir, glaube ich, noch mal. Und ich weiß nicht, haben wir noch ein anderes Porträt von ihm? Ja, stimmt, wir müssen vielleicht noch eine Farbe. Ja, das wäre ganz gut, ja. Ich mache da noch eine kleine Hintergrundfarbe rein. Ja, hier ist es so, dass der so ein bisschen verloren in der Ecke steht. Also, wenn wir das hier so einbauen könnten mit einem schönen Hintergrund noch dazu, das wäre ganz prima. Ja,